Einen wunderschönen Dienstag, meine lieben Butterblümchen. Ich begrüße euch zu einem weiteren Liebesorakel hier. Ja, die Woche hat begonnen und ja, ist schon fast wieder Mitte der Woche und schwupp, dann ist schon wieder Ende der Woche. Ist euch mal aufgefallen, wie schnell das geht? Wir Menschen haben mittlerweile so wenig Zeit für uns selber, dass die Zeit nur so rast. Also da erinnere ich mich immer, ich weiß nicht, wer von euch kennt den Film Momo noch? Also das war damals in meiner Jugend voll der Hit. Und da ging es eben darum, um die grauen Männer der Zeit. Also die haben den Menschen die Zeit sozusagen geraubt mit ihren, die waren so graue Anzüge, hatten die an, einen Aktenkoffer, einen schwarzen Aktenkoffer immer dabei. Und ja, das, da muss ich heute oft dran denken. Weil Zeit ist heutzutage wirklich das kostbarste Gut, was man so hat. Ne? Ist ja so. Ja, und deswegen wünsche ich mir jetzt ein klein bisschen von eurer Zeit. Ne? Boah, ist das nicht eine klasse Überleitung? Und wir machen gemeinsam hier ein Liebesorakel. Wir wollen natürlich heute auf deine Liebe, auf die Liebe schauen in deinem Leben. Wir schauen einfach mal, ob es da schon ein bestimmten Mann gibt. Hier bist du. Wenn du ein Mann bist, drehst du das Ganze. Also dreht euch das geschlechtermäßig. Hier bist du als Fragesteller oder Stellerin. Also ich spreche aus der Sicht einer Frau. So, wir machen allgemeines Reading. Wir wollen einfach mal schauen. Was zeigt sich denn heute so bei dir? Wer ist denn heute betroffen? Überraschung. Solltest du dich heute hier so gar nicht wiederfinden? Mach dir nichts draus. Schaust dir gerne zur Unterhaltung an oder ja, beim Kochen, beim Bügeln, beim Putzen, ganz egal. Oder beim Einschlafen, auch okay. Aber ich freue mich trotzdem, dass du dir das anschaust. So, das ist eine kleine Wertschätzung, wenn du mir doch ein Däumchen nach oben gibst oder einen Kommentar hinterlässt. Solltest du eine persönliche Legung von mir möchten? Was ist das denn für ein Satz? Was habe ich denn jetzt? Nee, möchtest du eine persönliche Legung von mir? Schreib mich gerne an über meine Homepage oder hier unten findest du auch die Nummer, wo du mich über WhatsApp, Telegram, Signal, ich habe da das ganze Programm anzubieten. Da kannst du mich anschreiben, ne? So, nicht lang schnacken, wir legen los. Gucken wir mal, was gibt uns denn heute das Orakel so? Was gibt uns das Universum? Was ist deine Botschaft in Sachen Liebe für heute? Da gucken wir mal, was hier sich so zeigt. Heute Abend gibt es dann wieder auch die kleine Abendbotschaft. Nicht verpassen, Leute, hier heute Abend. Da geht es um allgemeine Themen, nicht spezifisch um die Liebe. Da gucken wir einfach mal so drauf, was ist deine Botschaft für heute. Und hier jetzt aber legen wir natürlich ganz, ganz speziell auf die Liebe, ne? Schauen wir mal. So, meine Jute. Oh, du hast Geduld gezeigt in Sachen Liebe. Hier hast du sehr viel geduldet. Aber holla die Waldfee, du bist einen schweren Weg gegangen, hast viel Geduld gezeigt, hast viele Hindernisse hingenommen und bist sie auch gegangen. Alles aus tiefer Verbundenheit, aus tiefen Gefühlen. Hier geht es ganz klar um jemanden, um einen bestimmten. Und diesen Weg bist du schon gegangen. Also du hast da bereits schon einiges hingenommen. Und da geht es jetzt nicht darum, wie lang euer gemeinsamer Weg ist, sondern um die Achterbahnfahrt der Gefühle, die du hier mit ihm gemeinsam gegangen bist. Ne? Ganz im Mittelpunkt zwischen euch beiden stand immer so das Thema Verlust. Immer eine gewisse Sorge oder eine gewisse Angst ist so ein starkes Wort, aber so ein bisschen muss man so sagen, ne? Immer eine gewisse Angst vor Unehrlichkeiten, vor Konflikten, aus dem ursprünglichen Gefühl, etwas zu verlieren heraus. Also da war sehr, sehr stark, da war, hast du eine sehr, sehr starke Anziehung, eine sehr starke partnerschaftliche Verbindung gefühlt, sehr starke Gefühle und
um dieses Glück zu erreichen, was diese Partnerschaft für dich nun mal mit sich bringt, ne? Um dieses Glück zu erreichen, warst du schon bereit, sehr viel über deine Grenzen zu gehen, sehr viel zu ertragen, sehr viel Geduld mitzubringen. Also du hast da auch verstanden, okay, das ist hier nicht so eine ganz leichte Geschichte. Wir lernen uns kennen, verlieben uns ineinander, lernen uns kennen und gehen unseren Weg zusammen, sondern hier ist das Ganze ein bisschen schwieriger. Da stellen sich Hindernisse, Hürden, Probleme in den Weg. Aber das, was euch in der Essenz geblieben ist oder immer da war, ist dieses sehr starke Gefühl der Verbundenheit, sehr starke Gefühl, hier die Ringe ineinander, seht ihr hier verschmolzen, ne? Sich miteinander komplett zu fühlen. Und ja, dieses Gefühl halt, ne? Das ist das, was das Ganze hier auch wie Leim zusammengehalten hat. So, jetzt ist es aber an der Zeit, diese Themen anzugehen und damit auch für immer zu begraben oder für immer einen guten Weg zu wünschen, sozusagen. Denn die zeigen sich hier jetzt gerade noch mal ganz dominant. Also hier geht es wahrscheinlich in deinem Leben auch genau um die Gefühle. Dieses Gefühl, ist der andere, hat der andere da etwas, was er nicht mit dir teilt, oder, ne, das ist jetzt mal nett ausgedrückt, passiert da etwas, was du nicht so mitbekommst, ist da eine Gefahr, dass du ihn ganz verlieren könntest, weil hier eben viel Unruhe, viele kleine Dramen da liegen. Also es hat zwischen euch viele Probleme gegeben und dadurch kommt auch deine Angst, dass das Ganze in sich zusammenfällt. Was das ja zusammenhält, wie ich das gerade dir ja schon erklärt habe, das ist dieses ineinander verschmolzen sein, also sich komplett mit dem anderen zu fühlen, ne? Also das Gefühl zu haben, hey, ich habe den anderen Teil von mir gefunden. Ja, und das hält es auch zusammen, ne? Guck mal. Das Ganze steht unter einem guten Stern. Wir haben hier so als positiven Aspekt die Sterne liegen. Das heißt, so das Universum meintet gut mit euch. Es meintet gut mit euch. Also, gib ihn noch nicht auf. Ne? Guck mal, wir haben hier das Kind, immer wieder warst du bereit, da neue Schritte zu gehen, neue Anfänge zu wagen. Oh, komm, wir ziehen aber mal. Wir sind hier aber mit dem Gartenziehen noch nicht ganz. Wir wollen mal beide Seiten uns noch anschauen. Wir wollen sozusagen die Schattenthemen uns anschauen, aber auch die positiven Aspekte. Beides wollen wir mal so ein bisschen, also was eure Verbindung mit sich bringt, wollen wir mal so auf beides jetzt schauen, ne? Okay, fangen wir immer mit dem Negativen an. Negativ in Anführungszeichen, es sind ja auch das, sind Lernprozesse, Lernbotschaften, Lernmöglichkeiten, Chancen, ne? Es fühlt sich halt nur, es ist halt nicht oh, dieses schöne Gefühl, sondern eher dieses ne? Gefühl. So, und hier haben wir den Herbst, haben wir hier als letzte Chance liegen. Hier geht es nicht ganz speziell eigentlich um den Herbst, obwohl das möglich ist. Es geht hier um eine bestimmte Zeitspanne, wo man noch vorankommen kann, wo man das Ganze auflösen kann, noch in die richtige Richtung bewegen kann, nämlich als Chance. Chance für euch beide, für eure Liebe. Das heißt, ihr habt nicht unendlich Zeit. Also du bist hier ja schon einen Weg mit ihm gegangen und es ist nicht unendlich, das Ganze, sondern es muss auch irgendwann so oder so zu einem Ende führen, ne? Und zwar entweder in die positive, schöne Verbindung, ne? In die Liebe so, oder man gibt sich diesen Baustellen hin. So, und da diese Frage, die stellen wir. Und das ist so, wir haben ja gesagt, wir wollen nochmal die negativen Aspekte anschauen. Und da heißt es jetzt ganz klar die Botschaft, hey, es wird jetzt Zeit, ganz klar. Und sieh mal, hier leuchtet der Apfel, ne? Also das Bild ist ja eher so beige und braun und so gehalten, ne? Grautöne.
Und hier haben wir den Apfel, als dieser rote, diese Chance, ne, die da noch da ist, als leuchtendes Symbol. Nicht die Hoffnung verlieren. Hey, auch wenn das ganze Bild hier jetzt wirklich ja nicht gerade leicht aussieht, wir haben hier den Fuchs immer als dieses Gefühl, hey, da geht irgendwas ab. Oder ist da irgendwas? Irgendwas ist doch da oder irgendwas nagt doch da, irgendwas ist doch da faul. Was weiß ich, aber immer so dieses, irgendwas kriege ich da nicht mit. Dann diese Konflikte, die auch daraus entstehen, mit den Routen. Also irgendwie seid ihr in verschiedenen Dingen, kommt ihr nicht so ganz überein. Letztendlich, was drüber steht, vergesst das nicht, ist eure Liebe, ne? So, jetzt gucken wir uns, nachdem wir jetzt hier auch mal so ein bisschen auf die negative Seite, sag ich mal, geguckt haben. Schauen wir jetzt, was die positiven Aspekte sind. Dann nehmen wir jetzt die Karten von Doreen Virtue. Übrigens, die Karten findet ihr unten auch in der Videobeschreibung, ne? Wenn ihr irgendwie Interesse, kannst du mich auch immer fragen, gar kein Ding. Aber unten steht auch der Verlag dabei und so weiter. In der Beschreibung. So, Flitterwochen, meine Jute, es geht in die Flitterwochen. Dingeling. Genieße die Ekstase eurer festlichen Zeit zusammen. Ja, also da ist Leidenschaft, das heißt, ne, ineinander verschmolzen, wie ich das sagte. Also die Posi, guck, und da haben wir ja schon so die positive Aspekte so. Also ihr habt unheimlich, da prickelt's richtig, wenn ihr zusammen seid und das auf ganzer Ebene. Und das ist, weil man sich einfach in dem anderen so fallen lassen kann und so wieder, also wiederfindet. Eben das Gefühl hat, ey, da verschmilzt was ineinander, ne? Also jetzt nicht nur rein sexueller Ebene, sondern überhaupt so von den Gefühlen, die einfach da sind und von den Energien und von ne, dem, was einfach so brodelt, was da ist, wenn ihr beiden aufeinander trefft. So, und hier steht, bleibe aufgeschlossen. Dein Seelengefährte unterscheidet sich vielleicht von deinem normalen Typ und deinen Erwartungen. Das heißt, du hast hier einen Seelengefährten gefunden, der vielleicht gar nicht das so widerspiegelt, was du dir eigentlich vorgestellt hast, was du gedacht hast, was da jetzt kommt. Ne, da kam jetzt so mal alles ganz anders als gedacht. Aber bleibt da ganz cool, bleibt da ganz entspannt und guckt dir das Ganze zumindest genauer an. Ich will damit aber nicht sagen, wenn du jetzt todunglücklich bist und der trampelt auf dein Selbstwertgefühl oder ne, gibt ja auch mal so toxische Verbindungen und so. Also wenn du dieses Gefühl hast, dann möchte ich auf gar keinen Fall hier raten, hör mal, bleib mal da ganz aufgeschlossen, ne? Lass dich fix und fertig machen und sag noch Dankeschön. Himmels Willen, also das garantiert nicht. Wenn du da irgendwie ein ungutes Gefühl hast oder ein komisches Gefühl, dass du nicht richtig behandelt wirst oder dass er nicht so mit dir umgeht, ne, dass es dir gut tut, deiner Seele, dann sei da, pass gut auf dich auf, denn wenn du es nicht machst, macht es keiner. Ne? Also, verlass dich nicht, dass andere auf dich Acht geben oder von vornherein sagen, ah, das ist so eine Liebe, da gehen wir mal ganz nett immer mit um. So sind die Menschen leider nicht alle. Darum pass gut auf dich auf, meine Liebe. Achtung, das war ganz wichtig, ne? Weil wie oft steckt man in irgendwas fest, man liebt aber so sehr, weiß aber, es ist total ungesund eigentlich, ne? Und dann kämpf dich daraus, wenn das so der Fall ist, ne? So, hier geht es aber darum, dass jemand vielleicht mal gar nicht so die Erwartung, auch eigentlich hätte ich ganz gern, dass er sich jeden Tag meldet oder mehrmals täglich, ist jetzt nur ein Beispiel, überhaupt nicht ganz spezifisch gemeint, also echt nur ein Beispiel. Ja, hätte ich gern, dass er sich ein bisschen öfter meldet und irgendwie macht er das alles nicht so oder mehr gibt. Ja, bleib dann erstmal aufgeschlossen, bleib ruhig, ne? Denn kann sein, dass das hier alles so seinen Grund hat, dass dein Seelengefährte einfach nicht das erfüllt, was du dir wünschst jetzt gerade, sondern dass du da mit dieser Situation jetzt auch umgehst und schaust, ey, was kann ich für mich daraus lernen? Oder vielleicht sollst du auch einfach lernen, das kann genauso sein. Kleines Beispiel, ist auch wieder nur ein Beispiel. Sollst du genauso lernen, auf dich selber Acht zu geben, nicht den anderen über wer weiß, wie Grenzen gehen lassen, aus Verlust, Angst. Auf keinen Fall, ne?
So, ja, wo haben wir denn noch? Ich ziehe mal hier noch ein Kärtchen. Hier, weil wir nämlich gerade, ziehe ich noch eine Seelenpartnerkarte, weil wir ja gerade hier den Seelengefährten, weil der Seelengefährte hier erwähnt wurde in den Karten. So. Söbidö, passt auf. Ach nee, das mischen wir mal hier. Versuchen wir mal hier mit dem Mischen. Das ist natürlich schwierig bei solchen Riesen. Karten, aber ich zieh. Na komm, nehmen wir doch die beiden, die sind da so rausgerutscht, die haben sie so rausgeschlichen. Leute, wenn euch das hier, das Ganze hier zusagt, ne, denkt dran, Däumchen nach oben ist dasselbe wie loben, ne? Gerne auch einen Kommentar oder abonniert doch meinen Kanal mit Glocke, dann hast du das ganze rundum sorglos Paket. So, los geht's hier jetzt aber. Konzentriere dich auf die Liebe. Suche bei jedem Menschen in deinem Leben die guten Eigenschaften, wo wir hier auf der guten Ebene, hier auf der guten Seite sind. Zeige, und hier nochmal, zeige Liebe, also Liebe, 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 Liebe. Hier geht es wirklich um Liebe, ne? Also, Liebesorakel, klar, aber ich meine, das zwischen euch, ey, da ist schon wirklich auch, wenn es, ne, nicht oft nicht so erscheint, aber es ist wirklich eine tief verwurzelte Liebe hier. Und vielleicht ist es auch eine alte Liebe. Alte Liebe rostet nicht, sag ich nur. So, finde heraus, was den Menschen, die du liebst, wichtig ist und handle danach. So, aber nicht komplette Selbstaufgabe, ne? Bloß, also ich finde das immer wichtig, dass man diese Karten auch nicht falsch versteht. Also es geht hier nicht um die komplette Selbstaufgabe, sondern solange das zu deiner Authentizität passt, ne? So. Hasebutterblümchen. Jetzt machen wir mal Schluss für heute. Ich hoffe, es hat euch so ein bisschen gefallen. Und ich freue mich auf heute Abend bei der kleinen Abendbotschaft. Und ja, ich sag mal, bis denne. Tschüss, bis morgen.